Hallo und willkommen zur heutigen Atemschule. Ich zeige dir in knapp 8 Minuten, wie du tiefer und entspannter atmen kannst, mit Hilfe von nur einer einzigen ruhigen Übung. Und richtig atmen, das heißt heute für uns einfach nur, dass wir versuchen werden, jeden Bereich der Lunge oder des Brustkorbs und der Muskulatur, die in die Atmung involviert sind, aktiv und bewusst eben anzusprechen. Ein Muskel kennt ihr sicher alle, das ist das Zwerchfell, das trennt den Bauchraum vom Brustkorb. Du siehst es auch hier jetzt nochmal eingeblendet und dann brauchst du eigentlich nichts weiter als eine Sitzmöglichkeit, zum Beispiel eine Yogamatte oder einen Stuhl, so wie ich mich heute auf unserem Nextback natürlich befinde, den findest du auch hier nochmal eingeblendet und dann kann es auch schon losgehen. Setz dich aufrecht und bequem hin. Schiebe deine Wirbelsäule lang nach oben. Und dann atme einmal ganz tief ein durch deine Nase. Und atme durch den offenen Mund lang aus, während du deine Augen schließt. Atme ganz natürlich und mühelos weiter durch die Nase ein und aus. Und komm hier erstmal an. Spüre, wie langsam Ruhe einkehrt. Fange an, deine Atmung wahrzunehmen. Am einfachsten ist es jetzt, die Bewegung der Atmung zu erspüren. Vielleicht spürst du sie am ehesten in der Bauchdecke, vielleicht aber auch im Brustkorb, Rippenbögen oder den Flanken. Ganz egal wo, versuche sie einfach nur zu spüren, ohne sie zu verändern. Bleib bei deinem Atemrhythmus. Beobachte die Mühelosigkeit eines jeden Atemzugs. Und dann vertiefe deine Atmung, indem du dir erst einmal vorstellst, wie jeder Atemzug noch tiefer und noch ruhiger wird. Versuche nun, deine Atemzüge nach unten Richtung Bauch zu lenken. Eventuell fühlt sich diese Bauchatmung für dich jetzt ungewohnt an, dann versuche einfach die Richtung beizubehalten, ohne dass du sie als krampfhaft empfindest, so natürlich wie möglich, so dass du dich langsam dran gewöhnen kannst. Leg auch gerne die Hände auf die Bauchdecke, wenn du dadurch die Bauchatmung besser spüren kannst. Atme also Richtung Handflächen ein, und wieder aus, in deinem Tempo. Inkludiere jetzt auch deine Rippenbögen und den Brustkorb in die Atmung. Wir bleiben dabei und atmen erstmal Richtung Bauch ein und dann langsam über die Rippenbögen Richtung Brustkorb und schließlich zu den Schlüsselbeinen, als ob du deinen Oberkörper von unten nach oben mit Luft füllen wollen würdest. Wir wiederholen das. Von unten einatmen. Nach oben und genauso langsam und tief, wie du einatmest, genauso langsam atmest du wieder aus.
Wiederhole diese gesamte Atemübung für dich und versuche dabei gerne, die Atmung noch ruhiger und noch tiefer werden zu lassen. Atme noch einmal von unten nach oben tief ein. Atme langsam aus. Und dann atmen wir gemeinsam durch die Nase tief ein. Und durch den offenen Mund vollständig aus. Lass mit dieser Ausatmung die Atemübung langsam los, finde und atme wieder in deinem eigenen Rhythmus, mühelos durch die Nase ein und aus, ganz wie du es gewohnt bist. Und wenn du zurück zu deinem natürlichen Atemrhythmus gefunden hast, dann spüre einmal nach, wie fühlst du dich jetzt? Fühlt sich dein Körper an? Hat sich vielleicht sogar etwas verändert? Fühlst du dich ruhiger, leichter, entspannter? Du kannst jetzt deine Schulter nochmal kreisen. Augen langsam öffnen, dich recken und strecken. Wie geht es dir jetzt? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Und wenn du Lust hast, dich jetzt noch etwas zu bewegen, dann schau mal in diese Videos rein. Und wenn du noch mal zusammen mit mir atmen möchtest, dann speicher dir dieses Video ganz einfach hier unten links ab. Bis bald!